Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, heute bin ich bei Fetterkern. Fetterkern, 16 Jahre alt, Highland Single Malt Scotch Whiskey. Yay! Also, das Erste, was einem immer auffällt bei Fetterkern, ist diese Einhorn. Also, von wegen jetzt hier coole Sache. Und zweitens, was einmal auffällt, ist, dass wenn man Fetterkern kennt, ein bisschen, die haben Potstills, auf dem auf der Außenseite Wasser das abkühlt, um ein bisschen Reflux zu erzeugen. So, ich habe neulich hier, ein paar Wochen ist es nun her, mit Dirk vom Expedition Whiskey einen Livestream gemacht. Wir haben ein Vertical Tasting zu Fetterkern gemacht. Und ich habe mich ein bisschen in das Thema hineingelesen und dort wurde immer wieder gesagt, dass sie kaum gelagerte Fässer haben. Die älter sind als 12, alles was sie haben ist über 30 oder über 23 und bing, bang, boom, keine Woche später kommt eine 16 Jahre alte auf den Markt. Interessant, dass es den nur bei whisky.de gibt, Horst. Und was ich gelesen habe, war, diese Whisky war 2019 auch als Duty Free auf dem Markt rausgekommen. Und wie wir wissen, alles seit Corona läuft Duty Free nicht mehr. Und das ist die Frage, ob die einfach das von Duty Free dann whoop, irgendwo anders hingebracht haben. Das ist meine Theorie jetzt hier. Whisky Base Nummer 158694, 46,4%, 70 Euro. Und das ganz, ganz interessante, oh, ein Presskorken, auch gut, extrem leicht der Korken, ist dann, das wurde gereift in Ex-Bourbon-Fässern und bekam ein Finish in Sherry und Port. Neulich habe ich hier mit irgendjemand, ich glaube, es war sogar mit Mareike hier, gab es einen Livestream mit irgendjemandem, ich habe vorgeschlagen, Leute, mach ein Finish mit Sherry und Port zusammen. Und die haben ein bisschen erstmal gedacht, okay, Und siehe da, das gibt es denn da? Denn was ich wollte ist tatsächlich, und das wird mein Control Whisky sein, so crazy wie es sich anhört, Bushmills, auch 16 Jahre alt, auch Port und Sherry am Finish, allerdings 40%, nicht 60% und auch um die 70 Euro. Also deshalb finde ich dieses Vergleich hier halbwegs vertragbar. Wenn ihr mich für doof haltet, ist okay, mir egal. Ich finde es immer wieder einfach wichtig, hier einfach Whiskys zu vergleichen, die, wenn möglich, einen ähnlichen Geschmacksprofil haben und auch einen ähnlichen Preisprofil haben. Und wenn ich da so viele Übereinstimmungen habe mit Eckdaten, warum nicht? Zweifach destilliert, dreifach destilliert, okay. So, farblich kann ich nicht so viel dazu sagen, denn wenn ich es richtig weiß, musste eigentlich hier drauf stehen mit Farbstoff. Also hier steht mit Farbstoff drauf und hier steht nicht drauf. Das ist gut. Hier steht EU Importer ist Madrid übrigens. Das muss auch sein jetzt hier, weil Schottland gehört nicht bald nicht mehr hier zu unserer EU und die müssen immer eine Firma in der EU haben dafür. Oh, hier steht mit Farbstoff zu einheitlicher Farbgebung. Also, ist so, ist so, ist so. So, tolle hier auch diese Kupfer obendrauf. Das sollte hier ein bisschen diese Potstill zeigen, denn gerade die Oxidation ist da gegeben mit dem Wasser. Und gerade eben das, wenn man irgendeine Messe hat, die haben eine neue Borkogen, musste eigentlich der Importeur dafür sein. In Deutschland wenigstens und die haben tatsächlich einen Wasserfall eingebaut in deren Messestand denn da. Die wenigen Berichte, die ich schon online bei Whiskybase gelesen habe, waren fast alle drei, die was geschrieben haben, waren begeistert davon und Whiskyplausch haben mich einfach ein bisschen beat me to the Video. Die haben vor mir schon ein Video gedreht und auch die waren hellauf begeistert davon. So, schauen wir mal. Ich habe Birnen. Ich habe ein bisschen Maritim und Birne. Aber ich würde nicht Sherry noch Port herausriechen können. Hier steht No Nase Vanille, Ingwer mit sonnengeküssten Rosinen. Sun-kissed Raisins. Interessant. Ich habe Birnenkompott. Interessant, interessant. Mit Zimt.
Angenehm, schön. Hier. Hier habe ich mehr Rosinen. Interessant, interessant. Also, 70 Euro, naja, 16 Jahre, Hut ab dafür. Also meistens in der Bereich von 16 Jahren ist man ein bisschen teurer unterwegs. 10, wenn nicht 30 Euro teurer. Also nur Glenfarclas macht Whiskys, die um diese Altersangabe sind und diese Preisangaben meistens. So, von daher finde ich cool. Oh ja, jetzt kommt ein bisschen mehr. Oh, also. Pflaume. Pflaumenmus, muss. Birne habe ich immer noch. Alkohol sticht in der Nase. Aber ich bin mit meiner Nase ganz tief rein. Und ein bisschen Puderzucker, ein bisschen Braunzucker habe ich hier. Interessant. Hier stand, was war das? Vanille und Ingwer. Ingwer habe ich nicht. Noch nicht. Succulent Peach. Guck mal, der erste Begriff, was Sie haben hier. Also ich habe Birne, die haben Pfirsich. Okay, cool. Interessant. Ingwer, Karamell. Die haben sogar Banane, Schokolade, Braunzucker. Perfekten Finish. Okay, gut. Cheers. Ich weiß genau, was ich schmecke. Ich schmecke Glen Alba. Also Lidl. Und jetzt frage ich mich, die Distillerie hier, also Vetterkern gehört nun zu, ich muss es richtig, White und McKay. White und McKay ist Dalmore. White und McKay ist Vetterkern und White und McKay ist Jura, glaube ich, sind es. Und die haben auch noch eine Grain Distillery namens, ich glaube, Inverness gehört zu denen auch, ja. Und ich frage mich ganz ehrlich, ob die einfach alte Fässer hatten und die haben es dann tatsächlich zu Supermärkten da gegeben. Also das würde mich nicht in geringsten hier überraschen. Oh Mann, aber ich habe hier kein 27 Jahre alte Glen Alba irgendwo hier im Schrank geöffnet, leider. Sonst würde ich das sofort verkosten wollen. Ich hab diese 40 Jahre alte Whisky, den ich mal hatte, sofort im Mund hier gehabt. Ich glaube, das war Glen Alba, oder? Aber wie heißen die Sachen vom Lidl? So, lass uns sehen hier. Ich gehe mal zu meinem Channel hin. Ich muss es einfach nur richtig machen hier. Lidl, boom. Und das ist hier der Ben Bracken war das, nicht Glen Alba. Entschuldigung, Ben Bracken. Also, whoops. Also ich habe den Ben Bracken 15 Jahre, 30 Jahre und 40 Jahre. Und genau, ich wurde hineintransportiert, genau eben in diese Videos. Die habe ich alle Anfang 2018 praktisch hier gedreht. Jawohl! Und das ist ein bisschen staubiger Moment. Das ist nicht ein Wow-Moment, aber ein netten Moment. Was ich nicht hier habe, ist eine definierbare Sherryport-Tanz. Gut, ich gehe hier hin. Zu meinem Irish Whiskey mit meinem Sherryport-Tanz. Und ich trinke dann das am Ende der Abgang. Ah, der geht nach oben hier. Hier geht der Abgang ein bisschen trocken, ein bisschen staubig. Ah, diese Sherryport-Mischung. Ich habe neulich für mich einfach mal versucht, in ein Glas Sherryport zusammenzutun, zu sehen, ob ich einfach ein ähnliches Geschmack kriege. Habe ich nicht so hingekriegt. Leider, leider, leider. War mir es mir persönlich nicht möglich jetzt hier, ja? So, gut, 1824, Sir Alexander Ramsay hat die Distillerie dann da gegründet. Wir haben immer kristallklares Bergwasser benutzt, da, bla, bla, bla. Und each release of Vetterkern 16, das er sagt was. Denn bei Whiskey Bay steht First Release 2020.
als ob es mehrere Ausgaben oder mehrere Abfüllungen davon geben wird, ja. 2020 Abfüllung hier wurde sogar destilliert mit Schoko, Chocolate Malted Barley and Matured in First Fill American Ex-Bourbon Cask before enhancing in Select Sherry and Port Casks. Also, was ich nicht kriege, das ist gut, oder? Doch, doch, ich muss nochmal zurückkommen. Was ich nicht kriege, ist diesen Schokomalz. Schokomalz ist einfach Malz, wird gern dort gemälzt. Gemälzt heißt, dann wird es warm gemacht mit ein bisschen Feuchtigkeit, sodass man es vorgaukelt, Frühling zu sein. Der Malz fängt an zu keimen, zu sprießen. Und in dem Moment kommt Hitze und man macht unterbindet das und die ganzen Enzymen, die da drin sind, hört die Stärke wird weniger und dafür wird der Zucker mehr. Und genau in das wollen wir. Wir wollen gemälzte Gerste. Und natürlich, wenn wir jetzt hier die Hitze hinzutun können, können wir auch diese Gersten, Körner praktisch auch rösten, wie Schoko. Also wie Kaffeebohnen praktisch. Geröstete Gerste. Und das ist, was da mit auch da drin ist. Okay, schauen wir mal, ob ich das herausschmecken kann. Ich glaube nicht, aber ich glaube schon, dass das hier ein guter Whisky ist. Ich persönlich glaube nicht, dass ich das rausschmecken kann. Da ist eine ganz, ganz leichte Einbildung von einem gewissen Muckermoment, aber ganz hinten und ganz weich. Ich kriege Orangenschale. Ich kriege weiterhin meine Pfirsiche. Ich kriege weiterhin meine Pflaume. Ich habe eine leichte Astringenz, also der ist leicht trocken in dem Mund. Speichelfluss kommt irgendwo danach. Und da ist eine überreife Banane, der sich hinten versteckt. Das ist ein komplexer, das ist eine interessante Whisky. Allerdings, der weckt bei mir nicht eine 200-Euro-Nummernschild, sondern er erweckt bei mir einfach mal dieses Discounter-Moment, dieser Ben Bracken. Und das ist vielleicht mein Problem. Vielleicht werdet ihr diesen Problem nicht haben. Ist das zu empfehlen? Ja. Ich habe ein paar Wassertropfen reingetan. Ich habe eine Note im Kopf und ich schwanke zwischen zwei Sachen. Was mir gefällt, ist, da ist kein Alkohol. Der ist gut, wunderschön eingebunden. Da ist nichts an Jugend dabei. Ich gebe dir eine 2 minus minus. Gefällt mir. Ich habe überlegt, ob ich ein 3 plus plus, aber ich glaube, ich gebe den echten 2 minus minus. Der hat was. Der ist gut. Also Leute, fetter Kern, 16 Jahre alt. Kann man kaufen, soll man kaufen. Preislich 70 Euro. Auch da gebe ich es eine solide 3 bis 3 plus. Altersangabe. Leider steht da drauf mit Farbstoff. Steht da drauf non-chilled filtered? Nein, schade, schade, schade. Das würde mein. Ja, gut, was wollte ich erwarten hier? Das ist jetzt hier. Ach, das ist White McKay. Die lieben E150 und die lieben zu Kälteverklärung leider manchmal. Gute, lange anhaltende Nachgeschmack. Also der Finish ist richtig gut lang. Steht da, liefert ein perfekter Finish. Ich bin nicht sicher, ob er perfekt ist, aber der ist nett. Der ist sehr nett. Also richtig schön. Jo, 2 Minus und Preis-Leistung 3 bis 3 Plus. Super. Mache ich lieber den Bushmills? Gerade diese Moment. Also einer meiner Whiskys, die mich da ganz am Anfang von meiner Reise begleitet haben, war echt toll. Super, meine Frage des Tages ist, was habt ihr schon von Vetterkern im Glas gehabt?
Und falls du sagst gar nichts, kannst du einfach mal beantworten, welche 16 Jahre alte Whisky könnt ihr empfehlen. Also Muss 16 Jahre alt, ich kann Bushmills 16 Jahre alt empfehlen und ich kann Vetterkern 16 Jahre alt empfehlen. Beide Whiskys sind echt interessant. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, falls noch nicht. Bitte auf meine Sample-Liste schauen. Das ist dieser Link mit der PDF da drauf. Da werdet ihr hier alle meine Sample-Flaschen, alle von meinen Flaschen-Samples bekommen können. Ihr könnt auch Teil werden von meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe, die war auch drin. Ich glaube, 8 oder 12 Minuten war sie durch. Also das ging auch ratzfatz. Also ich hätte da locker eine zweite Flasche bestellen können, aber das gehört nicht zu meinem Konzept. Mein Konzept ist, ich kaufe eine Flasche, ich bewerte sie, ich mache eine Flaschenteilung damit, ihr nehmt den Rest davon ab und alle sind glücklich. Ich habe die Flasche hier, ich habe keine Samples mehr oder zum großen Teil keine Samples. Ich habe Flaschen. Der einzige Problem, was alle, nicht alle, aber manche bemängeln, Jason reißt die Flasche auf, kippt rein und macht den ersten Eindruck. Und das stimmt. Das ist einfach der erste Eindruck, den ich hier habe. Das werde ich nicht ändern können, wollen, dürfen. Aber wenigstens habe ich hier nicht mehr Samples, sondern eine Großflasche. Und das sollte ein paar Leute da wenigstens ein bisschen mehr freuen. So, jeden Tag 17:30 Uhr, meine Videos kommen raus, täglich, 3 Jahre schon mache ich das, 1500 plus Videos habe ich schon, Verkostungsvideos habe ich schon raus, meine Wikipedia der Whiskys wächst und jeden Sonntagabend habe ich einen Livestream hier. Falls du irgendwelche Fragen hast, immer an whiskyjason@gmail.com und wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Bis dahin, ciao.